geht's mit dem zweiten Gang hier auf Start und Ziel. Natürlich hier auch jeden Millimeter mitnetzen. Klein machen, die Gerade ist nicht lang. Unterm Ufo durch, Untergang, hartes Anbremsen. In die erste Kurve hier in Jerez. Eng bleiben. Früh ans Gas, kurzes Zwischenstück. Der Wind greift mir schon das erste Mal und das Vorderrad. Sofort wieder anbremsen. Langsamste Ecke hier. Erster Gang, eng bleiben. Schön raus und jetzt Schwung mitnehmen. Umlegen auf links, kurz die Kamera grüßen und durchbeschleunigen. Raus auf die Curbs. Und jetzt geht es los hier, Achterbahn in Jerez. Den Berg hoch. Am Don Pepe vorbei. Auf die Curbs, von links nach auf rechts. Und in die längste Kurve rein. Die führt auf die lange Gegengerade. Hier fahren sie innen alle über die Curbs drüber. Woo, das versuche ich am Rutscher. Hilfe! Klein machen. Schalte hoch in den Fünften. Hartes Anbremsen. In diese Hairpin rein. Perfekt zum Überholen. Auch hier erster, zweiter Gang. Eng bleiben. Rausbeschleunigen. Und jetzt geht's wieder los. Geschwindigkeit aufnehmen. 170 im Scheitelpunkt. Dritter Gang vollziehen. Runterbremsen und wir sind immer noch schnell. Dritter Gang, 140. Rutscher, Slides hier. Boah, hab selber 1, 2. Eingang runter und rein in dieses Omega, doppelrechts. Habe ich immer Spaß gehabt. 1, 2. Den Rhythmus mitnehmen, wieder Rutscher. Meine Güte. Jetzt rein in die Mutkurven hier in Jerez. Doppelrechts. 160, ich werde rausgetrieben, der Wind greift nur das Vorderrad. Letzte schnelle Kurve. Mann, ist das ein Kampf. Und anbremsen der letzten. Hier muss man attackieren, hier muss man die Nase vorne haben. Sonst wird es ganz schwierig in Jerez im Zweikampf. Zurück auf Start und Ziel. Und dann wieder klein machen. Augen zu machen und gucken, dass man eine gute Runde gefahren ist. Das war schon wieder schöne 4 Kilometer. Ich gebe zurück zu Edgar Mielke. Ciao, ciao.